Noch 2 Tage bis zum Booster Cap. Und somit begrüße ich euch herzlich zurück zum Mario Kart 8 Deluxe. Ja, wie wir gerade gehört haben, sind es noch 2 Tage und wir fangen hier an mit dem Triforce Cup in Mario Kart Mine. Und Booster Cap begrüße ich noch 2 Tage. An dem Tag, wo das Video erschienen ist, solltet ihr es später sehen, ist der Booster Cap wahrscheinlich schon Welle 1 erschienen. Welche Runde 2, 3 oder so. Keine Ahnung, wann ihr das Video seht. So, erstmal hier Varius Goldmine. Ah, mag ich, finde ich geil. Einer meiner Lieblingsstrecken. Letztens habe ich ja so ein bisschen über die Cup-Skills geredet, so welche Namen die haben könnten. Da gibt es ja auch nicht mehr so viele Varianten, ne? Wir wissen nur, dass 12 Cups sind. 2 haben wir ja schon, kennen wir, aber weitere 10 müssen noch irgendwie benannt werden. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Wir haben jetzt hier nur noch Spaß. Wir kürzen uns die Zeit. Okay, easy. Und die Musik hier ist einfach auch geil. Oder die Shy Guys so im Hintergrund. Das ist die einzige Varius-Strecke, die ich wirklich mag. Die anderen mag ich entweder gar nicht. Oder so. Okay, das ist so eine normale Durchschnittsstrecke, die ich so mag. Aber die hier ist richtig geil. Also ein Blitz kommt meistens irgendwie, ne? Oder ein blauer Panzer. Eins von beiden kommt auf jeden Fall in die Runde. Gefühl. Manchmal war es ja auch übertrieben. Gib mir das Gold. Also, konnte man damals bei Wii auch so fahren die abgetrennt? Ich glaube nicht, oder? Das war doch von Wii, ne? Let's go, weiter zum nächsten. Noch 2 Tage. Ey, raus hier! Ich bin hier am Reden. Regenbogen Boulevard von Super NES. Vom allerersten Mario Kart Session. Besser kann der Kampf hier nicht sein, mit 2 geilen Strecken drin. Sieht natürlich viel, 100-mal besser aus als das Original, aber selbst das Original feiere ich trotzdem auch. Da kann man nicht für so solche Wellen hier. Weiß ja, ich gab's ja auch so links und rechts bei irgendwo. Eigentlich ja, ne? Müsste ich einfach nochmal spielen, wir haben ja die Möglichkeit hier. Super Mario Kart nochmal zu spielen. Wollten wir nicht noch generell über die Mario Kart sprechen? Ich glaube ja. Eine Hup. Macht jetzt nichts. Jetzt ausgelöst die Gruppe, während blauer Panzer gekommen. Nein, früh abgelenkt. Von mir aus können wir darüber sprechen, die ganzen Mario Cuts, die es bis jetzt gab.
Anfang natürlich mit dem ersten Super Mario Kart. Ist einfach ein Klassiker. Sollte man gespielt haben. Aber ich bin ja wirklich kein großer Fan von Super Mario Kart. 100 CCM hat sich angefühlt wie bei den anderen Mario Karts wie 150. War schon ziemlich krass stark. Polarkreisparcours, ich höre da sowas, ja. Die nächste Strecke. Natürlich habe ich da auch ein paar Lieblingsstrecken vom Formalkart, die Regenbogen. Naja, ob es ja viele Marios Pisten. Ich glaube 4 Stück, ne? Polarkreisparcours. Danke für den Tipp. Zurück hin. Oder auch Bowser's Piste 3 war geil. Ansonsten sind die anderen so. Ja, Dingen. Sollte man ziehen. Wirkliche Lieblingsstrecken habe ich da keine. Bei N64 war es auch schon anders, aber waren richtig geile Strecken mit dabei. Die Kalimari-Wüste, Yoshi's. Scheiß. Peach. Yoshi's Piste, wo man nicht wusste, welcher Platz man war. Richtig geil. Ja, komm, zieh durch. Danke. Dann Schokosumpf. Ja, einer meiner Lieblingsstrecken. Da waren auch nur 4 Cups, ne? Superstrand gab's ja noch. Die noch so ging. Marios Stadion fand ich auch richtig geil. Ziemlich groß. Große Strecken, lange. War immer so ziemlich geil. Spukfahrt. Der Regenbogen Boulevard war ja auch hammermäßig. Einfach mal bei 150 braucht man selbst, glaube ich, um die 5 Minuten. Bei 50 dann schon, glaube ich, für 3 Runden über 8 Minuten. So meine Erinnerung nochmal. An sich war sonst N64 richtig geil. Machen wir weiter mit Game Boy Advance. Hab ich damals wenig gespielt. Guck mal, ich riskiere es jetzt nicht so war. Damals echt mit dem Multiplayer. Mit diesem Link-Kabel. Man in den Game Boy Advance reinstecken konnte. Und dann über Multiplayer spielen konnte. Dann bist du gefahren und dann auf einmal Verbindung unterbrochen. Ein Link-Kabel war rausgefallen oder so, Alter. Harold Piste, let's go! Letztes Rennen schon, oi! Mist, da muss ich mich ein bisschen spulen. Auf jeden Fall geil. Waren ziemlich geile Strecken dabei auch. Bowser's Festung fand ich geil. Da weiß ich nicht, welche. Da gab es ja mehrere Festungen. Ist ja auch relativ egal. Buchholtal fand ich auch nice. War besonders geil, einer meiner liebsten Strecken von Game Boy Advance. War auch Sonnenuntergang. Wüste. Ist einfach richtig geil auch. Ansonsten wirklich nichts Besonderes mehr dabei. Ah, da war für mich auch irgendwie die Gegner irgendwie zu stark. Jetzt war 100 CCM. Hat schon so meine Schwierigkeit, ne? Vielleicht weil man zu wenig gespielt hat, keine Ahnung. Oder man kannte nur wirklich die Gegner von Mario Kart Wii und so weiter. Obwohl man ziemlich einfach hatte bei 100 schon. Selbst 150 war da schon ziemlich einfach. Gamecube fand ich richtig geil, Mario Kart, Double Dash. Ah, blauer Band, oh, muss kommen natürlich. Aber Game Advance hieß ja nicht Game Advance, sondern Mario Kart Super Circuit, ne? Das war das erste Mal, dass es anders hieß statt Super Mario Kart 64. Da ging es auch weiter mit Mario Kart Double Dash, nicht Mario Kart Gamecube, Double Dash. Mit zwei Fahrern gleichzeitig spannend.
Outfit-Item, wie man es jetzt von mir auch kennt. Konnte man tauschen. Man konnte dann ein Item behalten, Charakter tauschen und dann einfach wieder ein weiteres Item einsammeln. Richtig geil. Eigentlich sind da fast alle Strecken geil gewesen. Schreibt mal gerne eure Lieblingsstrecken von den Spielen, von den jeweiligen Marktplatz in die Kommentare. Nein! Auf jeden Fall richtig geiles Spiel Mario Kart Budapest. Besonders geil Pilz City, Donkey Bergland, Dino Dschungel, Regenbogen Boulevard, oh, die war gerade krank. Gerade noch 150. Aber bei Mario Kart Budapest gab es ja das erste Mal eine Meisterschaft, wo dann einfach du alle 16 Strecken gefahren bist. Das war das erste Mal sowas. Und danach kamen ja bei Mario Kart DS die, zum ersten Mal die Retro-Strecken. Aber bei Mario Kart Double Dash wirklich diese Meisterschaft. Das war auch geil. Du wusstest, Luigi's Piste war immer die erste und Regenbogen war immer die letzte. Alle anderen kamen, glaube ich, immer zufällig. War richtig geil. Und wir haben ja hier den ersten Platz gemacht, sehr schön. Das ist nichts Besonderes, ging ziemlich schnell rum. Auf jeden Fall können wir beim nächsten Mal noch über die anderen Mario Karts reden, so im Allgemeinen. Und wir freuen uns natürlich, es sind jetzt keine zwei Tage mehr, bis der Booster Pack erscheint. Auf jeden Fall geht's dann beim nächsten Mal weiter mit dem vorerst letzten Cup, der Glockencup. Das war's aber schon für heute. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich bin der Basti. Bleibt fit im Chat und ciao.